Moin, moin, liebe Filmfreunde, ich bin's wieder, euer Alex. Ja, und heute gibt's mal wieder ein Franchise-Ranking, und zwar Star Wars. Ja, ihr seht's ja ein bisschen am skeptischen Blick, den ich auf dem Thumbnail habe. Ja, das wird nicht uninteressant, sage ich mal. Na gut, nach dem Intro legen wir auch gleich los. Bevor ich mit dem Ranking tatsächlich loslege, ihr kennt das, diesmal keine großen Regeln aufstellen oder so, das ist halt ein Franchise. Ich sage nur, die TV-Serien oder die Streaming-Serien, die lasse ich tatsächlich außen vor, weil ich davon nicht wirklich was gesehen habe, weil wir kein Disney Plus haben. Und ja, ich weiß nicht, einige davon interessieren mich, einige... Und ja... Ich war ja am Anfang ganz froh, dass Disney das Ganze dann weitertreibt, weil ich war immer schon Star Wars-Fan. Und ja, insbesondere nachdem ich dann alles, was jetzt quasi als Legends gilt, viele der Bücher gelesen habe, hat das nur verstärkt. Und deswegen war ich ursprünglich auch sehr froh, dass es weitergeht. Und ja, vor allem, weil viele Sachen, die George nicht direkt auf George Lucas Mist gewachsen sind, sondern wie Leute seine Ideen und den Grundstock, den er gelegt hat, interpretiert haben, das hat mir halt wirklich teilweise sogar noch besser gefallen als das, was von ihm selbst kam. Ja, aber gut, am Ranking wird man dann auch sehen, dass ich auch nicht mit allem, was da gemacht wurde, absolut einverstanden bin. Ja, und ich sag mal, ich brauche hier die Filme nicht in der Kamera halten. Ihr kennt die Titel ja selber. Und außerdem würde ich dann bei neuen Filmen die eine Blu-ray-Box in die Kamera halten, was dann, oh, hier schon wieder, nicht viel bringen würde. Egal, legen wir mit Platz 11 los. Ja, 11, weil ich die Ewok-Filme und das Christmas-Special auch mal außen vor lasse. Weil das Christmas-Special natürlich auf dem letzten Platz wäre und die Ewok-Filme... Karawane der Tapferen und Kampf um Endor. Ja, ich sag's mal so, sie würden auch sehr am unteren Ende rangieren. Und ja, also die beiden habe ich auch nur auf DVD und das Christmas Special, na lassen wir's. Nein. Kümmern wir uns um wirklich die neuen Hauptfilme und ja, die zwei ja direkt damit verbandelten Spin-Offs. Und auf Platz 11, auf dem letzten Platz, haben wir Episode 9, der Aufstieg Skywalkers oder Rise of Skywalker. Puh. Wo will man mit dem Film anfangen? Es ist jetzt nicht so, dass er als reines Blockbuster-Kino hundsmiserabel ist. Und auch nicht, dass er per se beschissen gemacht ist. Es ist halt einfach... Oh, Disney at its worst. Weil man hier natürlich vieles, was man vorher gemacht hat mit The Last Jedi, weil der so ein bisschen ja die Fans auch gespalten hat und auch viele Leute im Internet gespalten hat, hat man hier eigentlich vieles, was dort gemacht wurde, egal wie man jetzt dazu steht, geredcompt. Ist schon ein Schritt, der mir persönlich nicht so zugesagt hat, weil ich einiges, was Rian Johnson mit Last Jedi versucht hat zu machen, gut fand. Aber auch so begeht der Film halt einige kapitale Klöpse, die halt wirklich so dafür sorgen, dass man sagt, um mal einige zu nennen, ne, Minato, da muss ich glaube ich hier gleich mal wieder. Das geht tatsächlich damit los, wie der Film beginnt. Man kennt das schön, diesen klassischen Vorspann, der runterrollt. Und es geht dann quasi darum, ach ja, übrigens, der Imperator ist da. Ne, keiner hat eine Ahnung, wer Snoke ist oder was Snoke ist oder... Und wie Minato, der möchte momentan viel hier mitmachen, der will sich dazu auch äußern. Nein, es ist halt aber wirklich, anstatt dass man einen großen Reveal draus macht, dass der Imperator zurück ist. Das hätte noch funktionieren können. Ich wäre kein Fan der Idee gewesen, weil natürlich lebt er noch. Und da kommt Minato schon wieder an. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ey.
Naja, das große Problem an der Nummer ist, man macht nicht mal ein Reveal raus, man macht das gleich am Anfang, um den Fans quasi zu sagen... Ne? Ja, Minato möchte den Fans auch einiges sagen. nein, nur um den Fans gleich zu sagen, oh Leute, die ihr euch aufgeregt habt und das mit Snowclaw fandet und das alles, beruhigt euch, der Imperator ist zurück. Es geht wieder in die Gefilde, die wir kennen. Und allgemein ist dieser Film, man muss Finn und Rose nicht mögen. Man muss Finn und Rose nicht mögen. Ich musste mal den Karton von meinem Dings hier... Jetzt hat Minato da trotzdem was zum Rumspielen. Ich meine, da hängt eine schöne Angel mit etwas und er nimmt den Karton und will da rein, was natürlich nicht passt. Also verzeiht die Nebengeräusche hier so ein bisschen, das ist Minato, der spielt. Es ist auch faszinierend, er ist in dem Karton drin. Also ich muss das mal hier zeigen, wie er da rumrödelt. Aber zurück zum Star Wars Ranking. Ich weiß, die meisten von euch gucken auch eher wegen Minato. Naja, er zerstört den Karton. Ich bin sehr stolz auf ihn. Aber das ist, glaube ich, jetzt doch zu laut. So, der Karton ist in Sicherheit. Jetzt kann Minato mit anderen Dingen spielen. Ich sehe schon, das wird er auch gleich tun. Nein, also man macht quasi alles zunichte, was man vorher da irgendwie aufgebaut hat oder potenziell gemacht hat. Ich muss ihn mal hier ein bisschen wegdrücken. Und es ist halt wirklich einfach furchtbar, weil man alles irgendwie... Oh. Ja, ich muss diesen Schauplatzwechsel mal machen, weil sonst komme ich gar nicht zum Aufnehmen. Naja, auf jeden Fall, man macht alles rückgängig, was irgendwie vorher aufgebaut wurde. Und es ist alles wieder so safe und so... Ja, natürlich ist Spoiler-Alarm, Rey, die Enkelin des Imperators, Snoke war ein Klon und... Alles, was man da irgendwie macht, ist so unglaublich auf Sicherheit gespielt. Ich sehe gerade, mit der Reflexion ist natürlich auch ein bisschen doof, aber gut. Es ist halt einfach zum Kotzen, der Film, in der Form. Und auch wenn er, wie gesagt, per se nicht schlecht ist, ist er auch so kein guter Film. Aber für mich als Star Wars-Fan war das ein Danke, Disney, fickt euch. Naja. Nachdem wir jetzt schon 20 Cuts und 10 Wechsel und so gemacht haben, machen wir auch gleich weiter mit Platz 10. Ja, bei Platz 10 habe ich tatsächlich Episode 1. Ne, The Phantom Menace. Ja, und The Phantom Menace, also die dunkle Bedrohung, ich meine, das war für viele damals so dieses Wow. Ne, gäbe es das Christmas Special nicht, wäre das wahrscheinlich das Schlimmste. Ja, Episode 1, ich fand insgesamt im Gesamtwerk, fand ich den auch immer noch ganz in Ordnung und ganz unterhaltsam, einfach weil er ja ein bisschen zeigt, wo kommt Anakin Skywalker her. Mit Darth Maul hat er natürlich einen wirklich coolen Fiesling. Man sieht auch, wie das alles entstanden ist. Das ist an sich ganz cool. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, gerade wenn man es jetzt in HD gesehen hat, diese Überbetonung oder diese exzessive Nutzen von CGI, vor allem von Sachen, die heute einfach nicht mehr gut aussehen, das wirkt alles enorm künstlich, wirkte es damals schon, aber heute noch mal umso krasser. Jar Jar Binks ist natürlich eine absolute Hassgestalt für viele Star Wars Fans, einfach weil, ich bin ganz ehrlich, es ist ja nicht das Problem, dass man hier einen Gungan eingebaut hat und einen Comic Relief einbaut, es ist halt einfach... Es ist so wirklich, kein lustiger Comic Relief, sondern überwiegend einer, der, ja, sehr dumm rüberkommt. Da gibt es ja die wildesten Fan-Theorien, dass er eigentlich ein geheimer Sith-Lord ist und sonst was. Aber egal, wie man sich das zurechtmacht, es ist halt filmisch einfach auch ein riesen Abfuck. Es nervt halt einfach unheimlich, ne, wie... das so gemacht ist mit Jar Jar Binks. Und der zieht den Film halt auch runter. Aber es sind auch noch ein paar andere Sachen, wie gesagt, wie die Effekte, wie, auch wenn es nur eine kurze Szene ist, diese Erklärung mit den Midichlorianern, die dann zwar später in ein, zwei Sachen auch mal immer wieder aufgegriffen wurde und in ein, zwei Sachen auch noch mal als Kanon quasi bestätigt wurde. Je weniger man darüber, über diese Theorie nachdenkt, umso besser, weil das ist so... Ja, ne, kleine Männchen rennen da in dir rum und deswegen hast du die Macht. Nein, das ist auch eher wahrscheinlich hier, weil man was Neues bieten wollte.
Der Film an sich ist in Ordnung. Wie gesagt, für die, das Gesamtwerk natürlich hochinteressanter Anfang. Haut einen aber noch nicht ganz vom Sockel. Ja, womit wir zu Platz 9 kommen. Und da ist, das wird einige jetzt überraschen, bei mir, das Erwachen der Macht, Episode 7. Morgen unterhaltsamer, guter Film. Viele werden sich jetzt fragen, warum ist der so niedrig auf Platz 9? Nicht, hängt natürlich damit zusammen, dass einige andere Star Wars Filme richtig stark sind. Und ja, es ist halt einfach ein, unterm Strich, fast schon sowas wie ein Remake von Episode 4. Na, also die ganzen Grundbeats sind alle da und man sorgt hier dafür, dass wir sehr, sehr viel Nostalgie haben. Und das ist an sich ja auch ganz cool. Was mich aber so ein bisschen gestört hat, es bietet halt wenig Neues. Kylo Ren wirkt erstmal ganz cool, als er den Helm dann abnimmt. Und nichts gegen Adam Driver, ist ein toller Schauspieler, aber vorher war das so, Kylo Ren könnte ein cooler Bösewicht sein. Und in dem Moment, wo er es dann abnimmt, ich weiß das noch im Kino, dann war das so ein Milchbubi, danke. Ne? Und er kommt dann auch sehr wie der verzogene Sohn rüber, der so, Papa und Mama. Und man weiß die Hintergründe halt noch nicht und es wirkt halt ja ein bisschen ähnlich suboptimal wie der süße kleine Anakin, der in Episode 1 der da sitzt und einfach nur so ein Herz aus Gold hat und das ist halt irgendwo schon ein bisschen stört. Sonst, wie gesagt, Erwachen der Macht, kein schlechter Film. Unterhaltsam, gut gemacht, aber halt wirklich bietet fast nichts Neues und ist eigentlich wirklich komplett nur auf der Nostalgie-Schiene. Und ist nicht schlecht, aber es bietet mir persönlich etwas zu wenig. Womit wir dann zu Platz 8 kommen. Ja, und Platz 8 werden sich jetzt einige überraschen, überraschend finden, dass ich tatsächlich Solo, also A Star Wars Story Solo, ganz cool fand. Ist auch kein überragender Film. Ich fand ihn aber etwas cooler als Das Erwachen der Macht. Nicht, weil der Film jetzt irgendwo Not getan hätte. Sind wir ehrlich, der ist eigentlich komplett überflüssig. Den hätte keiner gebraucht. Und natürlich, wie es zu dem Namen Solo kommt, ist natürlich auch so. Also das verursacht Schmerzen. Aber ich muss sagen, insgesamt ist der sehr unterhaltsam. Es gibt da ein paar coole Charaktere, die wieder auftauchen. Ne? Han und Chewie immer zusehen und dann allein schon die Geschichte, wie sie zusammengefunden haben. Ach, das ist schon ganz cool. Es ist nicht notwendig gewesen, aber es unterhält mich recht gut und insgesamt doch ein Stück besser als Erwachen der Macht. Ne? Einfach, weil man hier ja auch natürlich die Nostalgie melken möchte, aber nicht, indem man eigentlich alles nochmal so, ne, abspielt, wie man es eigentlich schon kennt. Ne? Man zeigt, verleiht hier dem ganzen Bilder für Geschichten, die man schon gehört hat, aber nie im Detail erlebt hat bisher. Ne? Zumindest filmisch. Ne? Und das fand ich insgesamt ganz nett und unterhaltsam und kann man dem Film eigentlich keine großen Vorwürfe machen, außer dass er halt unnötig war und keiner nach ihm verlangt hat. Naja, dann sind wir jetzt bei Platz 7. Ich habe meine Liste leider nicht mitgenommen. Auf Platz 7 habe ich tatsächlich Angriff der Klonkrieger, also Episode 2. Und ja, hier ähnlich wie bei Episode 1, das CGI ist nicht unbedingt gut gealtert. Die Love Story zwischen Anakin und Padme ist natürlich, also ich sag's mal so, heute gibt es den Begriff Cringe. Den junge Leute gerne verwenden. Ja, das ist so die perfekte Definition für diese Love Story. Das ist natürlich alles dann. Ne? Andererseits hat der Film natürlich auf der Habenseite einiges an guten Action-Szenen. Ewan McGregor ist natürlich als Obi-Wan wieder klasse. Ne? Count Dooku, gespielt von Christopher Lee, ist eine coole Figur. Na, und da sind halt schon viele coole Szenen drin und viele unterhaltsame Sachen, die definitiv Spaß machen. Von daher auch hier für die Handlung natürlich sehr wichtig, hier ein ganz entscheidender Moment natürlich mit Anakin auf Tatooine, ne, was dann auch für die Entwicklung zu Darth Vader natürlich ganz entscheidender Punkt ist. Von daher, ja,
auch kein Meisterwerk, aber ich fand ihn insgesamt immer besser als seinen Ruf. Und wie gesagt, im Gesamtkontext, dass der Gesamtkontext wertet es nochmal etwas auf. Und eigentlich, wie gesagt, außer ein bisschen diesen übermäßigen CGI-Ansatz und Einsatz und diese Love Story, kann man dem Film eigentlich keine großen Vorwürfe machen und er ist da ganz cool gemacht. Ja, womit wir zu Platz 6, 7, jetzt bin ich durcheinander, 6 oder 7 kommen. Rache der Sith. Jetzt muss ich mal gucken. Zack. Platz 6 müsste es sein. Ne, die Rache der Sith. Ne, und ja, wirklich für mich ein guter, sehr gelungener Abschluss für die ja, Prequel-Trilogie. Und ja, auch hier CGI natürlich auch manchmal noch nicht so seine Dings, aber ist schon besser als, wesentlich besser als bei Episode 1. Da sind ja auch 6 Jahre dazwischen vergangen. Hat sich die Technik ja auch weiterentwickelt. Und ja, hier haben wir natürlich dann großes Finale. Und dann das Ganze spielt natürlich dann darauf hinaus, dass jetzt der, ich sag mal, quasi Anschluss zu Episode 4 gefunden wird. Die Wandlung ja, zu Darth Vader ist cool gemacht. Der Konflikt zwischen Obi-Wan und ne, Anakin ist gut gemacht. Das mit Palpatine, der hier, ne, wo alle Steinchen langsam zusammenkommen, ist groß gemacht mit der Order 66, die dann auch natürlich in Kraft gesetzt wird. Ist halt hier wirklich, er bietet die Action, ne, er baut die Story gut, ne, zu dem Punkt, den wir dann zu dem Zeitpunkt auch schon kannten, hin. Und ja, gibt zwar ein, zwei komische Momente wieder mit Padme, ne, ihr wisst alle, was ich meine, aber ja, insgesamt ist das ein cooler Film. Definitiv. Und der stärkste der Prequel-Trilogie und auch allgemein wirklich ein guter Star-Wars-Film. Ja, dann kommen wir jetzt zu Platz 5. Mag manche jetzt überraschen, weil der sicherlich bei einigen auch nicht unbedingt weit oben rangiert. Und zwar The Last Jedi Episode 8, Die letzten Jedi. Und ja, wie gesagt, Rian Johnson, viele haben ihm da Vorwürfe gemacht, dass er Star Wars kaputt macht. Und ja, es gibt eins, auch hier wieder ein, zwei Szenen oder ein paar Szenen, bei denen man sagt, ne, ich sag mal nur Prinzessin Leia, die dann zurückfliegt. Das sind halt Sachen, das, das mag vielleicht auf dem Papier ja, wie eine Notlösung klingen und in der filmischen Realität sieht es dann aus. Was ich aber tatsächlich, ich mochte erstmal, das Finale sieht natürlich unheimlich geil aus. Ne? Also optisch, ne, mit dem Weiß-Rot, dieser Kontrast. Was ich mochte, ne, ist, dass man hier versucht hat, mal ein bisschen was anderes zu machen. Nicht wie Episode 7 und 9 komplett auf der sicheren Seite langtapseln, ne, nichts zu machen, was irgendwie das Ganze wirklich mal weiterentwickelt. Und ja, auch wenn hier CGI-technisch natürlich das Rennen, hier, wenn Rose und Finn da fliehen, auch nicht optimal aussieht und ein bisschen so okay ist. Ich mochte es, und da werde ich einer der wenigen sein, dass man hier quasi sagt, dass auch Luke quasi, ja, Dreck am Stecken hat, beziehungsweise sich ein bisschen ja, von der Dunkelheit auch an ihm, die ihm anheimgefallen ist. Und dass er da halt auch, ich sag mal, nicht nur der strahlende gute Jedi ist. Denn wer die Bücher kennt, weiß, dass es da auch schon häufig, auch wenn sie jetzt nicht mehr Kanon sind, sondern Legends, der weiß, dass Luke da schon häufiger, ne, Kontaktpunkte hatte. Und warum auch nicht? Ne, warum muss er der strahlende gute Jedi sein? Nein, das ist an sich, fand ich das ganz gut, dass er auch hier aus dieser Furcht, dass Kylo Ren eventuell böse werden könnte, auch mit dem Gedanken gespielt hat, ihn vielleicht in einem Moment der Schwäche, ihn dann halt auch wirklich umzumachen, um halt Böseres zu, oder Schlimmeres zu verhindern. Das war für viele so, das passt nicht zu Luke Skywalker. Na gut, er ist nicht der übererleuchtete Mega-Jedi, der perfekt ist und sonst was. Gibt ja auch, Leute streiten sich ja, ist Anakin jetzt der Auserwählte oder Luke? Ich bin da immer noch bei dem Thema Anakin. Weil, wenn man es ganz blöd nimmt, hat er ja ein Gleichgewicht in die Macht gebracht.
dadurch, dass der Rat der Jedi, die Order 66 und das alles so ein bisschen, nicht, dass die Welt dadurch gut wurde, aber es war dann halt ein Gleichgewicht. Wir hatten quasi Obi-Wan und potenziell Luke als zwei Jedi, die da offiziell rumgeflitzt sind. Wir hatten Darth Sidious und Darth Vader als die Sith, die da rumrennen. Das 2 versus 2 ist für mich erstmal, klingt nach Gleichgewicht. Mehr als, wir haben den Jedi-Rat und ja, die Regel der 2 Sith da rumrennen. Naja. Aber ich fand das zum Beispiel auch sehr interessant, weil das dem Charakter ein bisschen, ja, nicht ganz so schwarz-weiß hat dastehen lassen, sondern mehr mit Grautönen da gearbeitet wurde. Ich weiß, es hat vielen nicht gefallen, aber nun gut. Also ich mochte den Film wirklich. Ich fand ihn richtig cool. Von der Sequel-Trilogie meiner Ansicht nach der beste. Auch wenn er nicht perfekt ist, aber ich fand ihn klasse und ich habe ihn damals auch im Kino gesehen mit einem Kumpel und wir saßen dabei und wir waren wirklich so, das ist richtig geil, weil er auch riesen Star Wars-Fan ist. Und da waren wir beide der Meinung, das war top. Ne? Gerade weil man so ein paar neue Sachen versucht hat. Kam halt leider nicht an bei vielen und natürlich haben dann einige Leute sich auch sehr daneben benommen, wieder im Internet. Naja, man muss den Film ja nicht mögen, aber muss man dann gleich hier Kelly Marie Tran zum Beispiel online angehen und da so einen Shitstorm loslösen. Ne, dadurch haben wir jetzt Rise of Skywalker. Vielen Dank. Na, kommen wir zu Platz 4. Ab hier wird es, glaube ich, wenig überraschend. Platz 4 ist für mich Rogue One, weil Rogue One einfach klasse war. Gareth Edwards hat hier quasi nochmal zwischen der Prequel-Trilogie und der Original-Trilogie die Brücke geschlossen und ja, dem Ganzen, ja, wir haben die Pläne vom Todesstern, hier das dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Gesicht verliehen. Ich weiß nicht, ob es in den Büchern jetzt behandelt wurde, nicht in irgendeinem, das ich gelesen hatte, und es waren über 50. Aber ich mochte das. Es ist ein düsterer Film und auch wenn Disney sich hier massiv eingemischt hat, hat man ja auch schon häufig gehört, selbst wenn die sich hier massiv eingemischt haben, irgendwie ist da trotzdem ein sehr guter Film bei rausgekommen. Und einer, der trotzdem relativ düster ist, auch mit dem Ende, war ja klar, dass das kein großes Happy End wird. Fand ich geil, dass man hier nicht auf ein erzwungenes, richtiges Happy End hinausgespielt hat, weil das haben wir unterm Strich dann auch erstmal mit der Zerstörung des Todessterns in Episode 4. Und gerade dieser düstere Ton, ne, hat mir sehr gefallen. Klar, auch hier wieder nicht alles perfekt, aber sehr unterhaltsamer Film. Mir gefiel die Atmosphäre, die Düsternis und Mendelsohn als Fiesling ist auch sehr gut. Also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und das ist dann so ein Punkt, wo man schon sagt, ja, ne, da hat Disney wirklich richtig einen rausgehauen und gefiel mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, Platz 3, und das Treppchen war ja klar, welche da drauf sind. Nee, auf Platz 3 habe ich Rückkehr der Jedi-Ritter. Natürlich absoluter Klassiker, absolut geiler Film. Brauche ich, glaube ich, auch nicht viel zu erzählen. Für mich auf Platz 3 tatsächlich, hinter den anderen beiden, einfach weil, ja, man kann immer noch ein bisschen darüber diskutieren, dass der neue Todesstern größer, besser, sonst was, dass es vor allem alles sehr, sehr schnell geht. Ich finde halt die Ewoks, die sind nicht so eine kleinen, knuddeligen, netten Viecher, wie man denn immer denken mag. Ja, ich fand sie trotzdem, ist nicht meine Lieblingsspezies im Star Wars-Universum, sagen wir es mal so. Verpassen dem Ganzen so ein bisschen einen Knuddelfaktor, der ja eigentlich gar nicht Not tut und den die Ewoks eigentlich auch gar nicht ausstrahlen sollten, aber okay. Nein, aber sonst, toller Film, absoluter Klassiker, ne? Und ja, was will man da groß zu sagen? Ich glaube, Rückkehr der Jedi-Ritter kennt jeder Filmfan und ihr wisst alle, dass der klasse ist. Ne? Auf Platz 2 habe ich dann auch Krieg der Sterne, ne? Den Episode 4. Und ja, brauche ich, glaube ich, auch nicht viel zu erklären. Bringt uns wunderbar in die Welt. Man stellt die ganzen Charaktere vor. Ne? Dann Alec Guinness als Obi-Wan ist natürlich auch legendär. Klar, die Lichtschwertduelle und alles gilt auch für Rückkehr der Jedi-Ritter und natürlich für unseren Platz 1. Natürlich nicht auf dem Niveau inszenatorisch, was wir dann in den späteren Filmen hatten. Aber man kann auch hier
eigentlich ein Gegenargument bringen. Dieses Hubi-Flubi. Ist zwar spektakulär, aber ich sag mal so, wenn man die Kurosawa-Inspiration sieht, die Lucas ja auch hatte, die er ja auch selber klar bestätigt hat, ist Samurai haben nicht gemacht. Ne? Das, man merkt halt, dass die Jedi und die Sith hier auch gewisse Formen von Samurai darstellen und die Kämpfe deswegen bewusst ein bisschen anders inszeniert sind. Hat halt auch seinen Stil, auch wenn es nicht ganz so spektakulär ist. Nein, und hier natürlich richtig cool, wie das Ganze losgegangen ist. Und es hat einen Grund, warum das so ein Phänomen geworden ist, Star Wars. Ne? Klar, dramaturgisch nicht alles perfekt, aber mit tonnenweise legendären Szenen, ne? Von Han und Greedo. Und ja, Han hat zuerst geschossen. Kann Lukas tausendmal sagen, ja, eigentlich sollte das ja sowieso. Nein, Han hat zuerst geschossen. Das passt auch zu seinem Charakter sehr gut. Dass er, und zu seinem Charakter-Arc, dass er am Anfang eher so eine skrupellose, ne? Rogue ist und später dann halt doch merkt, dass er das Herz am rechten Fleck hat. Über These are not the droids you're looking for. Bis hin, ne, zu dem, der Schlacht am Todesstern am Ende ist halt voller legendärer Szenen und absolut geiler Film. Ja, und auf Platz 1, was soll da jetzt noch groß kommen? Ist klar, Episode 5, das Imperium schlägt zurück. Brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen. Macht alles, was der Episode 4 schon gut gemacht oder richtig gut gemacht hat, macht er noch mal besser. Er hat noch mal eine düstere Atmosphäre. Er hat natürlich den Plot, einen der Plot-Twists, ist ja nicht der Plot-Twist der Filmgeschichte, aber einen der größten Plot-Twists der Filmgeschichte. Endet halt auch wirklich mit einem auf einem düsteren Ton als Mittelteil der Trilogie auch sehr gut, ne, damit das dann im Rückkehr der Jedi-Ritter aufgelöst werden kann. Also wirklich mit dem Cliffhanger. Auch hier wieder viele legendäre Szenen, nicht nur dieser Plot-Twist, auch ich fand es ja noch großartig. Han, ich liebe dich, ich weiß. Große Impro von Harrison Ford. Ja, und auch sonst in Sky City, in Bespin, ne, Lando Calrissian wird eingeführt. Es ist halt von vorne bis hinten ein großartiger Film, ne, der alles, was der Vorgänger gemacht hat, besser, schon super gemacht hat, nochmal ein Stück besser macht, nochmal einen raufsetzt und ja, wie gesagt, dieses Höher, Weiter, Schneller, was Fortsetzungen ja häufig haben, wirklich optimal umsetzt. Und es ist halt absolut genialer Film. Ne? Ich glaube, alle werden dem auch beipflichten können. Und ich glaube auch, gerade beim Treppchen, da wird kaum einer viel anders machen, vielleicht den einen oder anderen Film noch mal ein bisschen schieben. Ne? Aber gut, ich brauche jetzt auch nicht mehr viel zu erzählen. Wie gesagt, ihr kennt die Filme und ich glaube, interessanter ist eher, wie man dieses Ganze, was um diese drei großartigen Filme herum entstanden ist, wie das eingeordnet wird. Aber ne, ihr kennt das. Ich bin mal gespannt, wie euer Ranking für das Star Wars Franchise ist. Ihr könnt gerne auch die Serien und sowas mit reinnehmen. Wie gesagt, bei denen bin ich halt raus. Man könnte jetzt auch noch Clone Wars, die animierte Serie und Clone Wars Filme und sonst was. Das habe ich alles mal rausgelassen und mich auf so ein bisschen diesen Kern Star Wars, die Kinosachen konzentriert. Und ja, haut mir mal gerne in die Kommentare, wie euer Ranking ist. Ne? Vielleicht seht ihr auch einige Sachen komplett anders als ich. Und ja, ich bin echt mal gespannt und sage einfach mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.